Mit wem wollen wir denn abhängen? Chie oder Yosuke? Why do the holidays have to end so fast? Ja, so ist es auch meistens. At least they were peaceful. I listened in on the housewives gossiping at Juness, but it doesn't seem like anything happened. And I haven't heard anything about someone disappearing suddenly either. You think Yukiko could have been the last of the victims? Nein, definitiv nicht. Da kommt noch was, so das Spiel ein bisschen kurz, ne? Es ist noch nicht vorbei, komm schon. Also, I don't know. Sieht doch auf der Hand. We shouldn't relax as long as the culprit remains at large. I wonder, will someone show up on TV again if it rains? We only knew a little more about who the killer might be. Vielleicht erfahren wir gleich noch was, ne? It's no good fretting over it now. If someone does show up on the Midnight Channel, then we'll deal with it. It's supposed to start raining soon, but I hope this weather holds through next week. You know, midterms. Ja, würde wahrscheinlich passen, ne? Dann regnet so jetzt in ein paar Tagen, dann haben wir so Anfang Juni. Dann wird es wahrscheinlich ein paar Tage später nochmal regnen, dann haben wir so gut 2 Wochen Zeit, wahrscheinlich das zu lösen oder irgendwie sowas in der Richtung. Ne? You had to go and bring that up. I don't want to think about it. Ja. I wish I had Yukiko's gift for studying. Tja. Hey Yosuke, why don't you have Yukiko go over some of the material with you? Ja, warum nicht, ne? Oh, that's right. Yukiko's ranked at the top on every exam. Na, lass sie uns ausnutzen. Nein, mach das ja gerne. I should ask her for some private lessons. Ja, sag das nicht mit deinem Zwinkern da. Private lessons? Huh? What's wrong? Ja, gut. Okay, er meint es wahrscheinlich nicht so, oder? Er ist kein Junpei. Ich muss mir merken, Yosuke ist nicht Junpei. Oh! Ow, what was that for? I'm just asking you to help me study. Oh, I'm sorry. You were talking about studying. I thought it might have been an off-color joke. Arian has had some strange visitors lately. Ganz ehrlich, Junpei würde nicht überleben in dieser Gruppe. Der würde nach dem ersten Spruch wahrscheinlich schon unter der Erde liegen. If you thought it was a joke, then just shrug it off. Sorry, my hand moved without thinking. Jeez. Thanks a lot, Chie, for bringing up the whole studying thing. Tja. What did I do? You're the one who made it sound creepy and wrong. Private lessons, huh? What? Then it's mostly my fault? Ey, ganz ehrlich. I fucking love this group. Ey, die haben so eine tolle Gruppendynamik. Das ist wirklich... Es macht einfach Spaß, denen zuzuhören. Also... Oh, I should start heading home. Ja, mach mal. Wir streiten uns zwar um dich, aber weg. Ne, die haben echt eine richtig gute Gruppendynamik. Das gefällt mir richtig gut. Auf die nächste Regner. Du erinnerst dich an Teil in der Kita. Okay, Kita könnten wir heute machen. Theoretisch. So. Wir gehen aber, was wir trotzdem mal machen werden, ist aufs Dach gehen. Weil es könnte natürlich sein, dass da das Mädchen rumläuft von diesem einen... Nee. Ah, guck mal, das ist eine Katze, ist ja süß. Aber gut, wir wollten mit Yosuke was starten, ne? Heartbreak. Heartbreak. Ey, wo ist er denn? Nee, eine Etage nach oben. Gerade übersehen, oder? Da ist er. So. So, Yosuke. Dann lass mal starten. Yo, Flipsy. Wusstest du, dass du am Samegawa angeln kannst? Nein, das will ich doch endlich mal erfahren, was für Fische es dort wohl gibt. Ist irgendwie gruselig da, wenn du mich fragst. Ah, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich daran denke. Wenn du welche fängst, esse ich sie garantiert nicht. Yo! Irgendwo hin. Du hast Orobas, kann stärker werden. Warte mal, abbrechen. Oh, du hast andere Pläne, kann man nichts machen. Nein, ich komme gleich nochmal zurück. Ja, ich würde ja gerne irgendwie... Ja. Ich würde ja gerne irgendwie angeln, aber da kommt er und sagt, hast einen Angelhaken, überrascht mich nicht, bla bla bla. Ah. Jetzt wird das doch nix. Gut, wir könnten halt in Stings gehen, ja. Wir könnten arbeiten gehen im Kindergarten, aber das machen wir nicht. Wir werden jetzt wirklich, sag ich mal, mit Yosuke abhängen. Ich glaube, das passt schon.
Aber es hat ja auch höchste Priorität, dass wir unsere Gruppenmitglieder aufleveln. Ja, machen wir. Dann los, Josuke freut sich. Oh, wir sind mal in der Stadt, ja. Ui. Okina City vor Okina Station. Josuke hat dich hergebracht. Ja, nice. Ha, lange her, dass ich so, Stadtluft in der Nase hatte. Was soll ich sagen? Ich bin und bleibe halt ein Stadtkind. Ich klang gerade nicht wie Teddy, oder? Sagen wir lieber, er klingt wie du. Teddy ist doch süß. Du siehst schon zottelig aus. Das ist doch nicht. Sagen wir lieber, er klingt wie du, komm. Das mag der bestimmt als Spruch. Nein, wir klingen überhaupt nicht ähnlich. Josuke wird nervös. Okay, hat er nicht immer. Ja, egal, was wollen wir? Oh, eine SMS. Auf meinem Klapp-Handy. Ach, nur wieder Spam. Irgendjemand hat wohl meine Nummer weitergegeben und jetzt bekomme ich ständig Spam. Okay, das ist seine Storyline, dass er halt von allen Seiten belästigt wird, weil er eben, ne, sozusagen der Sohn der Juness-Besitzer ist, ne. Ändere doch deine Nummer, kann man nicht. Blockier den Absender doch. Bringt nichts, diese Leute schreiben dann einfach von einer anderen Nummer. Und ich will meine eigene Nummer nicht ändern. Josuke seufzt. Ich habe meine Nummer nicht gewechselt, als wir nach Inaba gezogen sind. Könnte schließlich sein, dass mich jemand von den alten Leuten erreichen will. Weil auch niemanden, will auch niemanden nerven. Ich meine, kennst du jemanden, der es nicht hasst, seine Kontaktliste zu bearbeiten? Und einige schreiben mir sowieso nie. Ja, wieso oft? Weil es haben eine riesige Kontaktliste und so. 70% der Leute schreiben eh nicht, ja. So Profilleichen nenne ich die immer, ne? Hey, jetzt guck mich nicht so an, mitleidig an, als hätte ich keine Freunde. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich mich kaum noch an die Leute erinnere. So eng waren wir nie. Inaba passt schon ganz gut zu mir. Außerdem habe ich hier eine wichtige Aufgabe. Wir kriegen das schon zusammen hin, Partner. Du spürst Josukes Enthusiasmus. Du verstehst ihn besser. Und es fühlt sich wirklich so an, als ob wir ihn besser verstehen. Ne? Es fühlt sich wirklich wie ein Level-Up an und nicht so wie total, ja, Josuke pups einmal und wir haben Level-Up, so, weißt du? Also es ist wirklich fantastisch. So, Level 3. Entschlossenheit von Josuke im Kampf wurde erhöht. Kann jetzt im Kampf einen Folgeangriff ausführen. Geil. Wenn du einen Gegner im Kampf umwirfst, setzt dein Verbündeter manchmal nach. Sehr schön. Ja, dann lass uns mal wieder zurück. Also wir müssen auf jeden Fall unsere Gruppenmitglieder maxen. Nicht, dass da irgendwas in Inaba passiert, während wir hier unser Leben chillen. Der nächste Zug kommt in einer halben Stunde. Solange können wir noch schnell was im Souvenirladen kaufen. Du kehrst ehrlich... Boah. Okay, das ist spät. Du kehrst eilig mit Josuke zurück nach Inaba. Meine Güte. Oh, I'm home. You're back. Zu Hause. Und ich lasse dich nicht raus. Spürst du meine Autorität? Du wagst es nicht, einfach rauszugehen, oder? Kannst du es wagen, du Arschloch? Ich klopp dich gleich zusammen hier. Wir lesen ein Buch und zwar Lernen für Experten. So. Ratschläge. Ist ja später aufzuheben. Sehr schön. So. Jetzt kommt der letzte Tag oder die letzte Aktion für heute. Den Midnight Channel gucken wir uns noch an. Da haben wir auch gut was geschafft. Du hast eine Unterhaltung mit. Bypass, ja, ja. Immer dieser Regen, ich hasse Regen und es soll auch noch bis heute Abend durchregnen. Apropos nervig, am Montag beginnt die Zwischenprüfung. Und die Ergebnisse werden ausgehängt, sodass jeder sie sieht. Ah, stress dich doch nicht, Mann. Ein kleines Stück Papier ruiniert schon nicht gleich dein ganzes Leben. Chill deine Base, hier ist ein Mushroom. Was? Glaubst du das echt? Gute Noten wirken sich total darauf aus, wie andere dich behandeln. Talentierte Menschen bekommen doch in der Gesellschaft viel mehr Wertschätzung, oder nicht? Jetzt mal keinen Stress, ja, ne? Alles gut. Alles in Ordnung. Durchatmen. Hey, how's euch? Es gibt ein neues Band, einen neuen Band von Der gemobbte Lehrer. Das weiß ich. Ich habe ihn schon. Aber heute regnet es. Hoffentlich wird er nicht nass auf dem Heimweg. Ja, hat jemand einen Buchumschlag dabei, den ich mir leihen könnte? Das wäre echt nett. Huch, ich muss mit dem Unterricht anfangen. Hört auf, von Büchern zu reden, um mich abzulenken. Heute behandeln wir Kokoro von Soseki Natsume. Schlagt eure Bücher auf. Bevor wir uns in den Text vertiefen, habe ich eine Frage zu Soseko. Wie wäre es mit unserem Großstadtmenschen Schnipsi-chan? Weißt du, wie Soseki Natsume den Satz Ich liebe dich ins Japanische übersetzt hat?
Was weiß ich? Ich liebe euch, ich liebe dich. Jetzt kann ich sterben vielleicht, kann das sein? Der Mond scheint hell heute Nacht. Das kann ich nicht wissen. Leider falscher Satz, der Mond scheint hell heute Nacht übersetzt. Es war Shishimi Futabatai, ein berühmter Autor der Meiji-Zeit, der es als jetzt kann ich sterben übersetzte. Allerdings übersetzte er aus dem Russischen, aber sie beide haben es indirekt übersetzt. Früher gab es für die Liebe in Japan keinen direkten Ausdruck, so wie jetzt. Sie mussten kreativ werden. Es ist eine subtile Übersetzung, so liebenswert wie die japanische Sprache. Also machen wir weiter mit Kokoro. Ja, keine Ahnung, was ich das wissen. Also, ich weiß, natürlich ist es blöd, dass ich jetzt die ganzen Wissenspunkte nicht einnehme, aber ist halt so, ne? Wir wollen das ja so gut es geht oder so, ne? Real wie möglich spielen, ohne jetzt immer die ganze Zeit uns ja. Ne, wir könnten jetzt auch die Speicherstände dauernd laden, aber ist auch scheiße. Du hast doch noch Grollen. Hey, Chie. I bought you a new copy of that Trial of the Dragon flick. Oh yeah. It's the greatest punches version for 980 yen. If I knew then, I'd have just replaced it instead of buying you grilled steak. Uh-oh. This is clearly getting closer. Tja, so ist das. Huh? What are you, scared of a little lightning? Quiet, you! I'd be a goner if even one of those things hit me. Ah! Ah, die Arme. You're freaking out way too much. Come on, shouldn't weather like this help with your kung fu training? Tja, das schlägt im Blitz ein und wir sterben, Alter. A bolt of lightning would hit and it'd give you the inspiration for a new move. There was a scene like that in your DVD, wasn't there? You jerk! You don't even care how I feel! If lightning just to strike someone, let it be this guy! Ei, ei, ei. Das war's. Schule kaputt, das war's. Is this a blackout? That's what you get for saying that stuff, Chie. Tja. Ja, du hast doch provoziert, Josuke, ne? Tja, wenn du rauskommst, dann sind jetzt alle Türen verriegelt. Ja, depending on how produce sells today, I might get a little bonus in my pay for the week. This weather may keep customers away, but I gotta do my best if I'm gonna save up for a motorcycle. Mach mal. Tu dein Ding. It's from my manager. Hello? Josuke-kun? Ja. Some of the power in the store is out after that lightning strike. Jetzt müssen wir alles wegschmeißen, das war's. Alles kaputt. Could you come in early today? All the refrigerated shelves have stopped running. It's looking like we'll have to close up the produce section early today. Tja. Wait, what? But my pay. Anyway, I need you here to help deal with this mess. I'm counting on you. Goodbye. Und wenn nicht, bist du gefeuert. Also hast keine andere Wahl. Wait. Tja, Pech gehabt. What are you looking at me for? Why did this have to happen? Tja, das ist das Leben. Just go home. Chie, do you know this story? A girl forgot her homework, so she snuck into school in the middle of the night, but she suddenly needed to use the bathroom. She ventured into the girls' room where all the lights were off. No one should have been there, but in the mirror. Weißt du was? Ich mag Yukiko wirklich. Es ist herrlich. Hold it right there. What are you talking about? It's a ghost story. I thought you liked them. Yeah, but why tell it now? Da weil es schön dunkel ist, ne? Passt doch. Chie ist in Tränen nah, was willst du tun? Noch eine Geistergeschichte erzählen. Chie den Rücken tätscheln. Ja komm, wir tätscheln ja mal in den Rücken. Ah, someone's here! He touched me! It's a ghost! Wait, was that you? Jeez, you suck! You just have him escort you back home, Chie. Weil das war kein Rückentätscheln, das war irgendwie in die Seite pieksen, ja. Are you making fun of me? Well, yeah, with how freaked out you are, can you blame me? Ist alles in Ordnung. Oh, the power's back! Come on, Yukiko, let's go home! Tja, das war traumatisierend für Chie. Chie und Yukiko brechen hastig auf. Bleibt keine andere Wahl als auf die nächste Regennacht zu warten. So, was machen wir jetzt? Was haben wir noch für Möglichkeiten? Eigentlich nur Lärm wahrscheinlich, ne? Oh, Lärm. Was will man sonst machen? Zur Regenzeit. Wolltest du nicht zum Freischlagen? Wo war denn der?
Fleischladen. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen gerade Gedächtnisverlust. Hier wird er wahrscheinlich nicht sein. Ich komme ja da nicht rein. Das ist immer das Problem hier. Food Court versammeln, nö. Also wenn es einen Fleischladen gibt. Ah ja, stimmt. Ach ja, dieser Fleischladen. Ach so, jetzt. Ah, ich muss das. Ich, Mensch. Genau das meinst du. Na klar, hier. Zu Eier meinst du. Klar, wegen Regentag. Klar. Gibt es heute ein Angebot? Regentag-Challenge. Mega-Gyudong. Na klar. Also können sich mehrere deiner Eigenschaften erhöhen. Dann auf jeden Fall nehmen wir das. Also das müssen wir jetzt immer mitnehmen. So, hier. Ja, langsam, langsam, Flipsy. Shopping für chinesische Restaurant Eier. Regentag Mega Gyudong Challenge angenommen. Du siehst den Reis immer noch nicht. Langsam glaubst du, dass deine Schale ein Portal zur Fleischdimension ist. Es ist atemberaubend, wie viel Fleisch sich in dieser Schale befindet. Um das Gericht aufzuessen, brauchst du Verständnis, um deine Grenzen zu wissen. Um dein Tempo zu zügeln. Mut, um dich gnadenlos der gnadenlosen Menge an Rindfleisch zu stellen und Fleiß, um der Herausforderung zu trotzen. All diese Eigenschaften sind nicht nötig, um den Regentag Mega Gyudong Challenge zu meistern. Deine derzeitige Verfassung kannst du das nicht aufessen. Du hast dich nach Kräften bemüht, die Regentag Mega Gyudong Challenge zu meistern und davon stark profitiert. Verständnis hat sie erhöht, Wissen hat sie erhöht. Wissen hat sich von bewusst auf informiert geändert. Sehr schön. Fleiß hat sich erhöht. Oh, geil. Dein Fleiß hat sich von unreif auf beharrlich geändert. Ah ja, ein Jammer. Das macht dann 3000 Yen. Beehre uns bald wieder, danke. Das ist echt praktisch. Also ist ja fast noch sinnvoller, als irgendwie zu lernen. Wenn wir da alle so ein bisschen verbessern können. Komm zu Hause. Es hat aufgehört zu regnen, aber der Donner war irre laut. Hattest du Angst, großer Bruder? Oh, wir können mit Nanako abhängen. Das könnte man theoretisch machen. Dann machen wir das doch, oder? Wenn wir schon die Möglichkeit haben. Ja. Nana macht offenbar gerade nichts. Du spürst, dass du in der Bindung zu Nanako noch... dass ich deine Beziehung zu Nanako noch nicht vertiefen kann. Ja, wir können es doch trotzdem machen. Hurra! Wir können es doch schon mal so ein bisschen aufbauen. Du hast einen kostbaren Augenblick mit Nanako geteilt. Du spürst, dass eure Bindung bald enger werden wird. Ist doch super, passt doch. So, jetzt, Mitternachtschen, ne? Oder doch nicht. Heute ist Sonne, du musst also nicht zur Schule gehen. Du fragst dich, wann die nächsten Regen nachkommt. Morgen beginnt die Zwischenprüfung. Das erste Trimester. Was möchtest du heute tun? Toll. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas. Scheinbar nicht. Oh, hello. It's me, Chie. Also, es wird ja nicht einfach nur vorbeilaufen. Also, wenn, dann würden die uns ja bestimmt Bescheid sagen, oder? Wollen wir zusammen abhängen? Ich brauche eine kleine Auszeit vom Lernen. Ja, klar. Prima, bis gleich. Du triffst heute mit Chie. Tja, wann wird das dann wohl kommen? Wird sie zeigen, ne? Samegawa Flussufer. So. Willst du jetzt Sport machen oder was? Sieht nach einem guten Platz aus. Hä? Du weißt doch, fürs Training. Ich muss meine Tritte üben, sonst helfen sie mir nicht im Kampf. Ich wollte zu Hause trainieren, aber Mama und Papa wurden sauer, als ich ein Loch in die Shoji gekickt habe. Ach du Scheiße. Okay, jetzt hätten wir aber Zeit zum Trainieren, oder? Genau. Los geht's. Du bist einverstanden? Das dreht dich glücklich aus. Also, trainieren wir zusammen. Nicht? Einverstanden, los geht's. Yippie, danke Flipsy-Kun. Ja, Chie sieht richtig glücklich aus, na klar. Wir müssen einfach nur ihr zusagen, jetzt passt doch. Dieses Ding, weißt du noch von damals? Der Schatten, der aus mir rauskam. Ich fühlte mich erbärmlich, weil ein anderes Ich in mir lebt. Deshalb muss ich harter trainieren. Okay, auf geht's. Unter uns, wir beide werden unaufhaltsam sein. Und so beginnt dein Training mit Chie. Du spürst, dass sich deine Beziehung zu Chie vertieft hat. Sehr schön. Rang 2, ne? Es wird doch langsam hier. Schuppe 2, Wagen gewachsen. Die Entwicklung von Chie in Herzensdingen beeinflusst auch ihr Persona. Rebellion, ja, nice, ach Mensch, ich liebe sowas. Das ist echt eine geile Sache. Schade, dass sie das bei Persona 5 nicht mehr hatten. Dass du diese. Also gut, die hatten andere Sachen dafür, aber das ist halt auch geil, ja, dass sie irgendwann Skills erlernen.
Heute starten wir mit Froschsprüngen. Komm schon, probier mal. Du hast eine Weile mit Chie trainiert und sie dann einen Teil des Weges nach Hause begleitet. So. Was ist das denn? Nanako ist in Gedanken versunken. Fragen, was los ist. Frag sie, was los ist. Well. Was sind das denn? Das sieht aus wie, was sind das, Lollis oder was? Oder? Kann sich erkennen. I made flowers at school yesterday. Oder so. They said today is Mother's Day. My teacher told us that's a day when you give your mom flowers. Ich sehe schon, das ist echt ein Trauma hier, ne? I don't have a mom, so I don't know what to do with these flowers. Ja, schenkst du doch deinem Papa, zum Beispiel. Nanako ist aufgewühlt. Geben wir sie deinem Vater, ist doch die beste Idee. Huh? But it's Mother's Day. Is it okay to give them to Dad? Ja klar, Mama und Papa ist doch jetzt beides sozusagen in ihm vereint, oder? Ich meine, das passt schon. Außerdem freut er sich bestimmt über so ein kleines Geschenk. Okay, then I'll give them to him. I did a really good job. My teacher said they were pretty. Na siehste. I wonder if Dad will be happy to get them. Der wird happy sein, bestimmt. Nanako ist glücklich. You should make a flower too, big bro. Ich. Then we can celebrate Mother's Day together. Na dann. Aus Zeitungspapier mal falten oder so. Nanako hat dir beigebracht, wie man eine Origami-Blume faltet. We did it! Ja. Also wirklich, ich muss auch sagen, ich mag ja wirklich in solchen Spielen meistens so Kindercharaktere nicht, aber ich finde Nanako ist eigentlich wirklich super nett. Also jetzt mal ohne Mist. Also ist endlich mal ein Kindercharakter, der irgendwie, der nicht so einfach nur nervig geschrieben ist, ne? Also, die hat halt auch so ihre Ecken und Kanten und ist halt, er muss auch schnell erwachsen werden in der ganzen Situation und bla. Aber hat doch irgendwie so eine sympathische Art an sich, ne? Du hast die fertige Blume zusammen mit einem Brief an Dojima auf den Familienaltar gelegt. Es wird schon spät, also bringst du Nanako ins Bett und kehrst in dein Zimmer zurück. So, können wir jetzt erstmal hier speichern vielleicht. Genau. So, denn da hier machen wir auch mal Schluss für heute. Ich glaube, da haben wir auch gut was geschafft. Also wir haben auf jeden Fall endlich Yukiko befreit. Wir haben ein bisschen, gecrawled, ja, Dungeon gecrawled sozusagen, etwas diesbezüglich gegrindet und haben jetzt auch mal ein paar schöne Social Links und so. Es macht auf jeden Fall viel Spaß. Wir werden natürlich sehen, wie es weitergeht. Ich denke mal alsbald, wir können uns dann auch ganz kurz mal den Wetterbericht angucken. Ja, am Samstag, guck mal, da kommt eine längere Regenfront oder sowas, ne? Ich denke mal, da werden wir beim nächsten Stream schon erfahren, wer das nächste Opfer sein wird. Und es wird bestimmt ein nächstes Opfer geben, ne? Sonst wäre das Spiel etwas kurz. Gut, also ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Persona 4 Golden. Bis dahin und ciao.